19. 19? Als wäre das ein kleiner Test, ob ich on-air bin, beziehungsweise im Video drin bin. Nein, Leute, natürlich nicht. Ich weiß ja, dass ich die Videoaufnahme gestartet habe. Ich sehe es ja sogar und bin natürlich wieder gerne für euch da, Leute. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo zum LS 22 im Landwirtschaftssimulator. Hier zum Year One Season Pass. Ich denke mal, ja, die meisten haben es schon mitbekommen. Das erste DLC steht in den Startlöchern. Das Antonio Carraro Pack soll ja in Kürze folgen. Und zwar am 22. März 2022 für PC und Konsole. Vorbestellung ist möglich. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank an all die, die den Link nutzen. Year One Season Pass Besitzer bekommen es natürlich kostenlos. Und wer den Year One Season Pass sich auch noch kaufen möchte, findet diesen Link ebenfalls in der Videobeschreibung und unterstützt damit den lieben Pichogo, also mich, und natürlich Giant Software, weil ihr direkt beim Entwickler euch das DLC kauft. Season Pass gibt es so oder so nur bei Giant Software im E-Store. Ich glaube, den gibt es soweit gar nicht irgendwo anders zu kaufen. Leute, Antonio Carraro Pack ist ein Erweiterungspack für den LS22, beinhaltet 10 Fahrzeuge und soll euch ein bisschen die Oliven- und Traubenernte näher bringen, weil es hier viel mit Kompakt- und Schmalspurtraktoren am Arbeiten, oder weil ihr damit dann mit Schmalspurtraktoren am Arbeiten seid und die ganzen feinen, kleinen Kompakttraktoren sind da mit dabei. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich habe die nächsten 3 Factsheets für euch. Das heißt, wir sind jetzt bei 6. Wir haben noch einen Freitag vor uns, bevor der Release ist. Das ist nächste Woche Freitag, ist dann der 18.03. Da werden dann nochmal 4 Stück kommen. Aber heute habe ich nochmal 3 weitere Factsheets für euch. Mit dabei ist es der TTR 7600 Infinity, Leute. Und bevor ich hier noch weiter quassel, wenn ihr Bock habt, ihr wisst, denke ich mal, wie es geht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenfrei. Wir sind Road to 50.000 Abonnenten. Mal schauen, ob wir es so in den nächsten 2-3 Monaten schaffen und wir uns zum Sommer wieder sprechen und dann tatsächlich sagen können, so, wir haben die 50.000. TTR 7600 Infinity bringt einen feinen, kleinen, es ist nicht direkt ein Schmalspur, doch es ist auch ein Schmalspur, auch ein Kompakttraktor, bringt euch aber auch die Grünwirtschaft ein bisschen näher, denn hier könnt ihr, wie ihr auf dem Bild ganz gut zu erkennen seid, Zwillingsbereifung vorne und hinten drauf bauen und ihr könnt das Fahrerhaus bzw. den Innenraum des Fahrerhauses einmal komplett drehen, damit ihr dann zum Beispiel auf der Grünwiese euch drehen könnt und dann fahrt ihr im Rückwärtsgang quasi eure Felder entlang und könnt dann hier zum Beispiel das Gras zusammenschwadern. Den gibt es aber natürlich auch als Normalaufbau, also vorne ein Reifen, hinten Reifen, nicht als Zwillingsbereifung, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Bietet euch die Möglichkeit mit 75 PS 40 km/h schnell zu fahren. Der kostet gerade einmal 57.500 Euro. Und bevor ihr jetzt denkt, könnte ja Elektro sein. Nein, ist es leider nicht. Es ist ein Vollbenziner mit 50 Litern. Hoffentlich geht im LS der Preis nicht nur nach oben. Sonst werden wir da echt ein Problem bekommen. Wie soll ich mir dann noch einen Traktor leisten können, wenn ich erstmal 5 Euro für den Sprit bezahlen muss? Hallo, das geht nicht. Leute, 2,5 Tonnen bringt das Teil auf die Waage und hat ein CVT-Getriebe. Das bedeutet, keine manuelle Schaltung möglich. Vollautomatik. Ist aber mit dabei, Leute. Dann haben wir den Toni 10.900 TTR. Den gibt es ja noch als 10.900 SR. Jetzt sind wir aber beim TTR. Und den gibt es sogar noch als TR. Es gibt ja einen Toni. Wir haben ja 3 verschiedene Modelle. Den Toni 10.900 TR, SR und TTR. Der TTR ist das größte Modell von diesen 3 Modellvarianten. Er bietet euch mit 98 PS, 40 km/h Geschwindigkeit, 80 Liter Tankinhalt, 83.500 Euro, ebenfalls Vollautomatik, 2,8 Tonnen und ist auch für die Grünlandtechnik geeignet, denn auch hier könnt ihr wieder Zwillingsbereifung draufziehen, wenn ihr dazu Lust habt. Ich habe gerade einen Abendschlaf gemacht, mache jetzt noch schnell mal ein Video und dann gehe ich pennen. Die Videos sind ja vorproduziert, meistens einen Tag zuvor, am späten Abend noch. Ich bitte um Entschuldigung, Leute.
Und hier könnt ihr dann natürlich auch wieder eure Grönland-Technik bearbeiten. Habt die Möglichkeit, wie gesagt, die Kabine zu drehen und dann ein Heckmähwerk zu nutzen. Und damit natürlich bei 98 PS könnt ihr ein Heckmähwerk nutzen. Es gibt ja die Varianten, in diesen kleinen PS-Varianten. Damit könnt ihr dann eure Wiese einmal schön abmähen. Last but not least, das Cabrio. Ich nenne es das Cabrio. Und zwar ein TTR 4000. Das war kurz diese, wie nennt man das? Diese Spannungspause. Das kennt ihr, ne? So von wegen so, das wird legen. Wart kurz, kommt gleich. Der. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann das nicht so gut, aber das war eine kurze Spannungspause. Der hier ist für mich das kleine Cabrio. Auch wieder mit Zwillingsbereifung. Vorne sowie hinten. Gibt's aber auch normal. Also mit ganz normaler Bereifung. 28 km/h schnell mit 38 PS. Kostet nur 25.000 Euro. 35 Liter Tank. Vollautomatik. So. Der ist verdammt klein, ne? Also wenn ich jetzt die Person sehe, die da drin sitzt. Das ist eine weibliche Dame. Ich würde schätzen 1,70 Meter groß im Durchschnitt. Dann haben wir hinten den Überrollbügel, falls das Gerät einmal umkippen sollte, soll so ein Überrollkäfig in der Realität den Kopf schützen, weil dann die Maschine auf dem Überrollbügel hängt oder liegt, wenn sie auf dem Kopf liegt und nicht auf der Person selber. Dann wäre die Person ja total platt gedrückt. Dafür ist hinten dieser Überrollkäfig geeignet. Den kann man auch in Real Life zusammenklappen. Ja, das sieht ja hier ganz gut. Pass auf, ich zoome mal da für euch ran, dass ihr das mal sehen könnt. Das seht ihr da ganz gut an den, guck mal, hinter dem Kopf, an dem rechten seitlichen Scharnier. Da ist ein Sicherungsstift drin, den könnt ihr rausziehen und dann wird dieser Bügel umgeklappt. Das wird meistens genutzt, um den Transport zu forcieren. Wenn ihr nämlich dieses Gerät zum Beispiel auf einem Tieflader oder so transportieren möchtet oder auf einem LKW oder auf einem Anhänger, müsst ihr diesen Überrollkäfig im Regelfall umklappen, weil er sonst, je nachdem wo ihr sowas transportiert, zu hoch sein könnte. Wenn ihr zum Beispiel auf einem großen Dreiachs-LKW transportiert, dann kommt ihr über 4 Meter Höhe, dann kommt ihr nicht mehr oder dann dürft ihr auf deutschen Straßen nicht mehr fahren, nur noch mit einer Sondergenehmigung. Ich glaube 4 Meter waren es. Wenn ich mich jetzt nicht irre und im späten Abend nicht noch Quatsch erzähle. Und dann wird dieser Überrollkäfig quasi eingeklappt, dass er nur halb so hoch ist. Ist ganz cool gemacht auf jeden Fall, aber ihr seht auch hier. Ihr könnt mit dieser Maschine Arbeiten vollziehen, unter anderem zum Beispiel hinten einen Schwader oder einen Zetter dranhängen. Damit könnt ihr dann aus Gras heumann. Hier haben wir jetzt einen Zetter dran, gibt garantiert auch einen Schwader dafür. Das ist ja Schmalspur-Zetter, ich glaube der ist 1,50 Meter oder 2,50 Meter breit. Den könnt ihr tatsächlich hinten dranhängen, der braucht glaube ich auch nur 25 PS. Und habt damit die Möglichkeit auf jeden Fall ein wenig die Grönland-Technik fortzufahren. Vorne könnte man glaube ich sogar einen, ja vorne, wenn ich das richtig sehe, könnte man sogar einen Maulanhänger anhängen, weil der auch noch vorne zwei Hydraulikanschlüsse hat. Jo, sollte rein, also rein theoretisch sollte es gehen, dass ihr vorne einen Anhänger mit Maulkupplung anhängen könnt und sogar die Kippfunktion eventuell nutzen könnt, weil da vorne, wie gesagt, unter der Kupplung zwei Hydraulikschlauchenden rausgucken hat, mit Abdeckkappen drauf, also das sollte möglich sein, dass man dann da sogar mit einem Hänger rangieren kann und den auch auskippen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen hier aussieht, da sieht man ja leider nur das Heck. Ich guck mal gerade bei den Screenshots, doch, die haben auch... Guck noch mal kurz weit. Doch, die haben auch stellenweise, doch eigentlich haben alle eine Frontmaulkupplung. Außer der Super Tiger 635, der kommt aber beim nächsten Freitag noch. Der hat keine. Aber ansonsten haben die alle von der heutigen Präsentation auf jeden Fall vorne eine Maulkupplung dran. Ich kann euch jetzt nur nicht sagen, ob die anderen einen Hydraulikanschluss haben. Das sehe ich nämlich auf den Screenshots nicht. Das sieht nicht danach aus, aber er hier tatsächlich mit zwei Hydraulikanschlüssen. Ich bin mal gespannt, ob man da tatsächlich dann einen Anhänger dranhängen kann, um den sogar auszukippen. Kann man nämlich schön in der BGA vorwärts rangieren und so. Sind die, denke ich mal, ganz cool durch den kleinen Wendekreis. Freue mich drauf und bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich machen werden. Ja! Okay, Leute.
bevor ich euch jetzt noch hier einknacke und euch leider auch noch mit meinem Gen anstecke, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, wenn das so ist, nehmt es mir nicht böse, aber ich versuche euch halt immer auf dem Laufenden zu halten, was den LS22 angeht. Bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende zu den nächsten Livestreams. Wenn ihr mit dabei seid, sehr geil, Leute, folgt mir auf Instagram, kommt auf unseren Discord-Server. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Bis zu den nächsten Factsheets, Leute. Macht's gut. Tüdelü und tschüss.